Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Blade in Soul. Ach ja, was machen wir denn heute für einen Blödsinn? Weiß ich noch gar nicht. Ach, ich denke mal weiter questen, ne? Ich denke mal, wir werden weiter questen. Joa. Ist auch wieder ordentlich was los, wie man sehen kann hier. So, ich warte immer noch, bis eine vors Bild läuft. Durchs Bild läuft. Na komm, lauf durchs Bild. Ja, komm noch einer. Komm. So. Machen wir das Menü mal wieder an hier. Das Interface. Ach ja, obwohl wir können ja gleich die tägliche Quest machen. Ach so, wir müssen ja hin noch die, na, die Hauptmission abschließen. Aber wir machen nochmal die tägliche Quest. Stehen denn hier wieder für Halbnackte rum hier? Hallo? Hallöchen, du bist aber, ne? Ja. Zieh dir mal ein bisschen was an, ne? Nicht, dass du noch hier krank wärst, so. So. Die tägliche Quest, die kennen wir ja schon mit dem Boss. So, da müssen wir gleich da hinten hingucken, ob da gleich das Spawn. Ich kann mich auch sonst mal. Soll ich mich mal nackig machen? Komm, ich mach. Ich glaube, ich mache mich gleich mal nackig hier für die Mädels, wa? Oder was? Komm, ich mache mich gleich mal ein bisschen nackig. Aber ich glaube, wir kloppen da erstmal den Boss, wenn er spawnt. Obwohl, Askamon, soll Askamon sich nackig machen? Wollt ihr, dass Askamon sich nackig macht? Bestimmt, ne, oder? Die männlichen Zuschauer, denn die müssen einfach den mal so gleich die paar Sekunden oder paar Sekunden, ne, Augen zumachen. Außer ihr wollt das auch sehen, man weiß es ja nicht. So, aber gleich. Ja, auf jeden Fall, wir kloppen da erstmal den Boss, wenn er kommt. Da. Ich glaube, heute, bis jetzt läuft es besser. Letztes Mal war irgendwie, hatte ich Frame-Einbrüche. Keine Ahnung, war wohl der Server überlastet oder was. Hat man ja ab und zu mal. Oh, Boss ist da. So, wer geht vor? Ich muss bestimmt vor, ne? Ja, komm. Ah, ist schon einer im Gange. So, ich glaube, ich will mal Effektlautstärke, muss ich glaube mal ein bisschen leiser machen. Mir ist ein bisschen zu laut. So, was kriegen wir denn? Ah, wir haben nicht so einen Schaden immer, nur zwei Essenzen. So. Ich immer mit meinem So. Das ist bei Minecraft auch immer. So. Einstellung. Audio. Soundeffekte. Umgebungsgeräusch. Okay. Sind hier nicht Kampfeffekte? Komm, ich mach mal die Soundeffekte hier. Reguliert die Lautstärke von Audioeffekten, Schritten, Kampfgeräusche. Aha, ja, Kampfgeräusche sind nämlich extrem laut. Ich mach das mal auf 65. Komm, ich will die 65 haben. Hallo! Ah, dann eben auf 66. So, sollte ein bisschen leiser sein. Können wir auch gleich mal sonst die Kisten. Obwohl, wir reden erstmal mit den. Ach nee, ich wollte mich ja nackig machen. Komm mal, komm her hier. Wo war denn das hier? Ach, da. Ja, aber bloß das hier an, ne? So. Oh! Jetzt sehe ich so dünn aus. Oh Gott. Ach, schön muskulös, ne? Wie waren das noch? Ach so. Ja, hier yeah, für die Mädels hier. Guck mal, yeah. Ist das nicht sexy hier? Sexy Askamon hier? Oh, hab ich nicht einen geilen, knackigen Hintern hier? Du bist ein bisschen. So, jetzt zieh ich mir aber meine Klamotten wieder an, sonst wäre ein schöner Screenshot hier, ne? Komm, ich muss mal einen Screenshot machen hier. Oh, ich sehe mich nicht mehr. Hallo, ich sehe mich nicht mehr. Moment. Der Screenshot wurde gespeichert. Oh, die sagt sogar hier. Der Screenshot wurde gespeichert. So, machen wir hier nochmal. Moment, ich muss hier nochmal die Schrift ausblenden bei dem Kerl da. Wunderbar. Obwohl, ich könnte ja mal hier. Komm, machen wir beim Rad hier. Moment mal hier. So, kommen ein paar Leute mit rauf. Der Screenshot wurde gespeichert. So, schönes Foto gemacht hier mit dem Glücksrad. So, bevor die alle kommen, ich anfassen, auf den Hintern klatschen. Nur die
Klamotten anziehen. So, jetzt sehe ich gleich wieder ein bisschen dicker aus. Ne? Lalalala. So, jetzt wollen wir die Quest abgeben hier. Können wir auch gleich die Kiste aufmachen. Wollen wir gleich mal reingucken, was für Schönes wir bekommen haben. Bagua könnte ich auch wieder, aber die schon wieder zerlegen. Habe ich letztes Mal auch schon wieder gemacht. Das dauert immer zu lange. Ah, siehst du, jetzt krieg ich schon wieder die Bagua des Pirschers. Die brauche ich gar nicht. Oh, ich brauche aber Platz im Inventar. Muss doch wieder zerlegen hier. Naja, die paar Sekunden oder die halbe Minute, da kriegen wir auch noch hin. So. So, kann ich die gleich aufmachen? Und natürlich wieder dasselbe bekommen, ne? Ja, war ja klar. Naja, dafür kriegen wir schön Rohmaterial. Und ich brauche noch das Gift, ne? Für die Waffe, ne? Genau. Wo bekommen wir das Gift her? Ah, ich weiß das immer noch nicht. Vielleicht durch Quest oder so. Aber wir questen ja auch gleich weiter. Ah, da habe ich noch zwei hier. Drei. Nee, was? Warum haben wir so viele Beguras noch? Die kann ich ja echt alle zerlegen. Da, 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 da. 10 Jahre später, aber wir haben es gleich geschafft. Und aufpassen, die Waffe hier nicht zerlegt. Ich hoffe, die muss man auch zerlegen, ne? Wir bekommen aber schön hier Materialien. Verschiedenes. Händler würden dafür einen ordentlichen Preis bezahlen. Ah, Verkaufspreis 57 Bronze bekommen wir schon mal. Pro Stück oder für jetzt insgesamt? Inventar 57 im Besitz. Ich glaube nur 57 insgesamt, ne? Also pro Stück nur ein Bronze. Ist zwar nicht so doll, aber immerhin. Und ab und zu kommt ja immer so ein Dings raus hier, ne? Material für die Umwandlung und Verschmelzung von Baguas. Das ist nämlich auch wichtig hier, Verschmelzungspulver. So, Hintergrund wird irgendwie fleißig gekämpft. Aber wir müssen noch die Kiste aufmachen hier. So, Waffenkiste könnte ich auch aufmachen, aber mache ich jetzt erstmal nicht. Wir wollen ja weiter questen oder mit der Story ein bisschen weiter vorankommen. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Oh, jetzt sagt er nichts. Warum sagt er das nichts? Muss ich das wieder vorlesen hier? Ihr wisst ja, mein Vorlesen, das ist nicht so prall. Naja, so, gute Arbeit. Ihr kehrt... Siehste, da steht nicht ihr kehrt, sondern ihr kennt. Da geht's wieder los hier mit mir. Ihr kennt keine Furcht. Was... Ich sah euch die Leichen tragen, ja. So, was denkt ihr denn? Ihr habt euch wohl nicht die Hände gewaschen. Was? Natürlich haben wir uns die Hände gewaschen. Also ich habe. Was denkst du denn vor uns hier? Naja, wollen wir weiter hier. Komm. Oh, er liest echt nichts vor, ne? Muss ich das wieder hier. Schade, dass ich solche Kopfschmerzen habe. Sonst hätte ich es selbst getan. Das glaube ich nicht. Was hat Umso... Ach, die Namen, die komischen Namen, die kann ich gar nicht aussprechen. Umsoji gesagt. Er sagt, die Zwielichtnattern hätten euch beraubt. Die Zwielichtnattern? Oh nein, das ist derzeit zu viel. Sie sind Teil des Lumang-Syndikats, einer großen Verbrecherbande. Jetzt auf einmal hat er das wieder selber hier kommentiert, ne? Ja, was denkt er? Mit der mit der Sicherheit hier habert es. Ach, jetzt sagt er wieder nichts. Was soll denn das? Ist das wieder verpackt hier oder ist das noch nicht vertont? Ich würde mal sagen, das ist noch gar nicht vertont, oder? Naja. Aber sie haben unser Schießpulver. Wir müssen handeln. Geht zu unserem Lager nordöstlich von Ewigdämmer und weckt alle auf. Jibongsa hat dort das Kommando. Er soll euch helfen. Außerdem möchten wir euch für eure Hilfe danken. So, was denkt er? Da hat jemand keine Angst. Nee, ich habe keine Angst. Kapitel 7, immerwährende Dämmerung, immer noch. Ihr könnt die Essenzen beim Glücksrad drüben benutzen. Ja, ja, das wissen wir schon. Vielleicht gewinnt ihr eine Waffe oder ein Bagua. Hütet euch vor den Zwielichtnattern. Nice.
Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir haben ja auch noch so ein Gift bekommen. So ein Gift, das brocken wir. Der Bruckwedler euch hier, um unsere Waffe aufzutunen. Also können wir die Kisten schon mal aufmachen. Oh, da war auch so eine Axt drin. Jetzt haben wir schon zwei von denen. Ne? Nee, doch. Nee, das ist eine andere. Ach nee, die haben ja noch gar nicht, hier Gedingsbums entsiegelt. Aber das brauchen wir ja nicht, weil wir haben hier eine ja schon entsiegelt beim letzten Mal. So, weiter aufmachen. Brauchen wir nämlich ordentlich Waffen gleich zum weiter auftunen hier für unsere Waffe. Weil das können wir gleich machen. So, haben wir noch neue Waffen hier. Die wollen wir weiter questen, aber jetzt habe ich ja so ein Gift bekommen. Dann müssen wir hier Waffe aufwerten, unsere Waffe aufwerten. Machen wir das doch mal. Oder? Was sagt die Folge hier? Ist vielleicht wieder rum? Okay, ich habe noch 3 Minuten. Das kriegen wir noch hin hier. Siehst du, ne? Schöne Gift haben wir. Axt haben wir auch. Jetzt können wir da wieder ordentlich was reinschmeißen gleich. Aber erstmal müssen wir hier veredeln. Was kostet denn das schon wieder? Bronze zweimal. Oh, kostet schon wieder Bronze. Wir haben nur 35. Wir müssen ein bisschen sparsam sein eigentlich. Naja, so. Wollen wir schon veredeln? Dann kriegen wir hier Angriffskraft. Geht von 24 hoch auf 29. Ja, bestätigen. Durchbruch! Ja, jetzt können wir weiter. Wir sind jetzt auf Rang, beziehungsweise Stufe 6 mit der Waffe. Waffenstufe, jetzt können wir hoch auf 9, ne? Ich glaube, maximal ist es auf 10. So, ja, dann hauen wir mal die Axt da rein. So, da ändert sich nichts. Da können wir auch nicht was reinhauen hier. So, da, jetzt sieht der Angriffskraft, geht wieder hoch auf 35, weil es auf plus 6 ist. Noch mehr reinschmeißen. So. Blocken geht denn jetzt auch hoch. So, das packen wir auch noch rein. Ah, hier ist es schon maximal, ne? Moment mal. Ging noch was anderes? Können wir noch was anderes auswählen, dass wir mehr... Nee. Das ändert sich nicht. Okay, das ändert sich. Okay, das lassen wir mal so. Jetzt machen wir erstmal... Obwohl, da passt noch was rein. Zusätzlich ist jetzt Material, aber wir lassen es erstmal so. Ich mache jetzt hier... ja. Veredeln. Maximal Verstärkung. Eben stand nur teilweise verstärkt. Jetzt haben wir... Nee, Gewehr durch... Okay. Ach, jetzt brauchen wir die andere Waffe hier. Erwachte Pestaxt Phase 1. Jetzt brauchen wir die. Die kriegen wir aber erst ab... ja, steht da ja hoch. Erfordert Stufe 20, genau. So, ich hoffe, es war jetzt richtig. Oder ich hätte hier noch eine eigene Rolle hier unten, glaube ich, mit reinschmeißen können. Aber so eine XP-Rolle habe ich, glaube ich, gar nicht. Oder war die im Lager? Muss ich mal gucken gerade. So, wie man sehen kann, unsere... Ach, hier ist auch schon wieder eine Quest. Jetzt leuchtet die Axt auch so ein bisschen, ne? Man sieht so ein bisschen da das Stäbchen, ne? Das schimmert so ein bisschen vor sich hin. Unsere Waffe hier. So, ich wollte noch zum Lager nochmal gucken. Da gucke ich nochmal nach und dann war es das mit der Folge auch. An den Lager hatte ich auch noch gar nichts, stimmt. Und so eine Schriftrolle habe ich hier auch nicht. So eine XP-Schriftrolle für Waffe. Kann man ja mit in die Waffe reinsetzen. Egal. So, ja. Was haben wir gemacht? Eigentlich wollten wir ein bisschen die Quest machen, aber wir haben nur die tägliche Quest gemacht von dem Boss hier. Und ja, ich habe mich ein bisschen nackig gemacht. Und wir haben die Waffe aufgewertet, aber... Ich denke mal beim nächsten Mal, ich nehme gleich direkt weiter auf in die nächste Folge. Und beim nächsten Mal machen wir mit der Quest weiter, die ich gleich annehmen werde. Also, bis dann. Tschüss. Oder bis gleich, wie je nachdem, ne? Also, tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Lasst mir den Daumen nach oben da. So, ich bin dann mal raus. Wiedersehen.